Im Themenbereich 1 geht es jetzt um die Grundbegriffe, um die Grundlagen von Prozess- und Kommunikationsmodellierung und insbesondere um den Begriff der Organisation und das Konzept der Organisation, was das ist, und um das Konzept eines Modells, was man also darunter verstehen würde und wie die zwei Sachen dann zusammenpassen. Wenn wir da in das Überblickskapitel schauen, ist hier zu Beginn nochmal versucht zu motivieren, worum es denn überhaupt geht oder warum man sich mit dieser Art der Aufbereitung von Informationen, nämlich Prozess- und Kommunikationsmodellen, überhaupt beschäftigen möchte, was also die Motivation ist. Und ohne das jetzt ganz im Detail durchzugehen, gibt es mehrere Einflussfaktoren, die vor allem davon geprägt sind, dass es auf der einen Seite, wenn man eine Organisation jetzt als Knoten in einem großen Netzwerk betrachtet, gibt es mehrere Einflussfaktoren, die einerseits von außen kommen, nämlich dass eine Organisation nie für sich alleine existiert, sondern in einem umspannenden Netzwerk von unterschiedlichen Partnern, die zusammenarbeiten. Und um damit die zusammenarbeiten können, damit diese Verbindungen zwischen diesen Unternehmen, Organisationseinheiten funktionieren können, brauchen die definierte Schnittstellen, definierte Abläufe, definierte Prozesse, definierte Anforderungen. Und deswegen braucht man eine Form, die auch alle verstehen. Das ist mit ein Grund, die alle einheitlich verstehen, wenn wir das noch weiter spezifizieren. Deswegen braucht es eine Form, eine Repräsentationsform dieser Beschreibungen, auf die sich alle einigen können. Deswegen hat sich auch diese Disziplin der Prozess- und Kommunikationsmodellierung herausgebildet. Das also dieser Aspekt der Schaffung von Organisationsnetzen und der Sprachaspekt, unter dem alle das Gleiche verstehen, das ist insbesondere relevant, wenn es um globalisierte Prozesse geht, also um Prozesse, wo es vielleicht auch noch eine natürlich sprachliche Barriere zwischen den Organisationen geben würde. Gleichzeitig gibt es innerorganisational noch weitere Treiber der Prozessmodellierung, weil der Unterbau einer Organisation immer stärker durch IT-Prozesse geprägt wird oder durch technische Prozesse geprägt wird. Wir sprechen ja sehr gerne heute von der Digitalisierung unserer Unternehmen. Digitalisierung heißt ja nichts anderes, als dass Technik nicht mehr ein reiner Supportprozess ist, also etwas, was so nebenbei mitlaufen muss im Unternehmen, sondern unsere gesamten Arbeitsprozesse durchdringt, also allgegenwärtig ist. Dementsprechend braucht es integrativ mitgedachte Prozessrepräsentationen, die nicht mehr unterscheiden zwischen, was machen denn die Menschen und welche Maschinen habe ich, die das unterstützen, sondern die da ein gesamtheitliches Bild betrachten und auch dazu oder dabei helfen uns Prozessmodellierungssprachen, die es erlauben, dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen sozialen und technischen Akteure, also der Menschen und der Maschinen, ganz allgemein gesprochen, in der Organisation zu beschreiben. Als weiterer Außensichtpunkt haben wir dann hier noch die Kunden- und die Stakeholder-Orientierung. Das ist also die Perspektive nach außen, die unser Organisationsnetz oder unsere Organisation hat. Einerseits haben wir eine ganz starke Kundenorientierung, die nicht nur nach außen schaut, sondern die auch nach innen schaut, insofern als dass unsere Kundinnen und Kunden, die wir servicieren wollen, nicht damit beschäftigt sein möchten, wie unsere Organisation in sich intern aufgebaut ist, sondern ein einheitliches Erlebnis über den gesamten Interaktionsverlauf, das heißt über den gesamten internen Geschäftsprozess haben möchten. Das heißt, wir brauchen auch hier eine Lösung, die es ermöglicht, den Informationsfluss innerhalb des Unternehmens für den Kunden transparent zu gestalten und ihm immer das Gefühl zu geben, ihm oder ihr immer das Gefühl zu geben, dass es eine einheitliche Customer Experience nach außen gibt. Auf der anderen Seite gibt es unsere Stakeholder, also sowas wie regulatorische Einheiten, sowas wie Qualitätssicherungseinheiten, aber auch sowas wie
die Anteilseigner eines Unternehmens, die davon ausgehen oder die sicherstellen möchten, dass das Unternehmen wie geplant funktioniert, also dass es eine Controlling-Möglichkeit gibt, und auch dazu braucht es explizite Repräsentationen unserer Geschäftsprozesse, damit man auch weiß, auf was man schauen kann bzw. wo man messen könnte. Das alles motiviert also, dass man Organisationen, die für sich ja existieren und auch funktionieren, mit Modellen verknüpfen möchte oder mittels Modellen beschreiben möchte, und diese Modelle zu verwenden, um dann unterschiedliche Zielsetzungen zu verfolgen. Welche das sind, wie die genau ausschauen, das schauen wir uns dann in den eigentlichen Themen an. Wenn wir uns jetzt nochmal im Detail anschauen, welche Themen wir in diesem Themenbereich haben, dann ist es ein Einführungsthema, das dieses soziotechnische Systemverständnis nochmal versucht darzulegen, also dieses integrative Betrachten einer Organisation als nicht rein soziales System, aber auch nicht als davon getrenntes technisches System, sondern als ein integriertes System, das man auch integriert betrachten muss. Dann kommen wir auf das Organisationsverständnis an sich, das heißt, was ist überhaupt eine Organisation, was verstehen wir unter einer Organisation, führen da aber Grundbegriffe ein, sowas wie Aufbauorganisation oder Ablauforganisation, die wir dann auch brauchen werden, um zu wissen, wovon wir sprechen, wenn wir dann über die Abbildung von organisationalen Phänomenen sprechen. Also was Ähnliches machen wir mit dem Modellbegriff. Schauen Sie also hier aus der Theorie an, was ist denn ein Modell und welche Eigenschaften hat es, so dass wir dann wiederum wissen, was wir tun, wenn wir denn modellieren. Auch dessen muss man sich bewusst sein, welche Konsequenzen es hat, wenn man eine Organisation oder, was dann eben die Konsequenz aus der Modellbildung ist, nur einen bestimmten Ausschnitt der Organisation in einem Modell abbildet, welche Konsequenzen es also hat, wenn man ganz bewusst irgendwas weglässt, was vielleicht wichtig gewesen wäre. Also man muss diese Entscheidungen, was ins Modell reinkommt und was man weglässt, ganz bewusst treffen, und die Grundlage dafür, das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist Gegenstand dieses dritten Themas in diesem Themenbereich. Wenn wir das haben, dann führen wir die beiden Bereiche zusammen und beschäftigen uns mit der Modellierung von organisationalen Strukturen und Zusammenhängen. Bedeutet also, wir schauen uns jetzt an, wie man Modelle verwenden kann, um soziotechnische Systeme zu beschreiben für unterschiedliche Zielsetzungen. Und dann fokussieren wir das Ganze im letzten Thema etwas und gehen auf die Modellierung von Geschäftsprozessen als einen Teilaspekt da drinnen an, wo man also dann wirklich auf die Abläufe, auf die Abbildung von Abläufen und nicht von Strukturen fokussieren, weil das dann der Hauptbetrachtungsgegenstand der Lehrveranstaltung ist. Wo man also in diesem oberen Themenbereich hier den großen Kontext beschreiben, fokussieren wir im letzten Thema in diesem Themenbereich dann auf den eigentlichen Betrachtungsgegenstand der Vorlesung und Übung, mit der wir es hier zu tun haben.